Hi, hier ist dein Wirkstoff-ABC mit I wie Ibuprofen. Ibuprofen gehört zu den NSAR, den nicht-steroidalen Antirheumatika. Die Wirkung ist auf die Hemmung von COX-1 und COX-2 zurückzuführen. Der Wirkstoff besitzt schmerzlindernde, entzündungshemmende und fiebersenkende Eigenschaften und kommt bei leichten bis mittelstarken Schmerzen, Fieber und rheumatoider Arthritis zum Einsatz. Nebenwirkungen können gastrointestinale Beschwerden und Schädigung der Magenschleimhaut, Analgetika-Asthma, chronische Nierenfunktionsstörung und bei Dauergebrauch Analgetika-induzierter Kopfschmerz sein. Ab der 28. Schwangerschaftswoche darf Ibuprofen nicht eingenommen werden. Allerdings kann der Wirkstoff ab der 20. Schwangerschaftswoche eingenommen zu einer Absenkung des Fruchtwasserspiegels führen. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte Ibuprofen nicht länger als 3 Tage in Folge und nicht mehr als 10 Tage pro Monat eingenommen werden.